Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich fange mal an und zwar wieder mal mit dem Haushalt. Womit denn sonst? Ja, wir haben jetzt irgendwie so Mittag rum und ich muss einiges erledigen. Also der Geschirrspüler, das Übliche. Ne? Der Geschirrspüler muss erstmal ausgeräumt werden, weil er ja gestern Abend spät noch angemacht wurde. Und dann muss natürlich alles wieder eingeräumt werden, was da jetzt von den Familienmitgliedern gebraucht wurde zum Frühstück und auch von mir selber und so weiter. Und das mache ich jetzt und räume dann auch hier und da noch ein bisschen was von der Spüle weg und so weiter. Ja, nach dem Ausräumen muss natürlich alles erstmal in die Schränke wieder zurück. Also das saubere Geschirr und das mache ich jetzt auch ganz schnell. Und dann geht's weiter. Ich nehme erstmal meine Vitamine. Habe ich vorhin nämlich vergessen beim Essen. Ja, und dann bastel ich erstmal das Fleischwolf zusammen, damit ich das Ding auch gleich wegräumen kann und räume die Spüle sauber, weil ich gleich die Spüle sauber machen muss. Und zwar richtig. Da sind schon wieder richtig Verfärbungen. Vorher habe ich aber erstmal den Müll rausgebracht und mache den Eimer sauber. Muss ja auch ab und zu mal gemacht werden. Die Kinder machen das nämlich nicht, wenn sie Müll rausbringen. Und jetzt mein Trick 17, den habe ich euch schon sehr oft gezeigt. Den groben Dreck erstmal aus der Spüle raus, den Stöpsel ordentlich reinstopfen und dann nehmen wir einfach mal das Pulver, was wir für Geschirrspülmaschine gebrauchen oder Tabs zerkrümeln, geht wunderbar auch. Einfach reinstreuen, auch da oben drauf. Und vorher habe ich Wasser aufgestellt gehabt und dann nehme ich einfach dieses kochende Wasser, wirklich gerade erst aufgekocht, und gieße rein. Einfach in die Spüle reingießen und auch obendrauf da jetzt auf die Ablage auch ein bisschen und für eine Zeit lang vergessen. Das Pulver und das kochende Wasser machen die Arbeit von alleine. Guckt mal, wie schön das alles schon anfängt zu arbeiten und zu blubbern. Ja, das lasse ich jetzt erstmal eine Zeit lang einwirken und in der Zwischenzeit kümmere ich mich um den Herd. Das habe ich nämlich gestern nicht gemacht. Man sieht, ich habe es nur abgewischt und jetzt muss ich ein bisschen gründlicher sauber machen. Und deswegen nehme ich meinen Backofenreiniger und schmiere das Zeug in dünne Schicht nur auf das Zerankochfeld drauf. Und dann nehme ich irgendeinen Müllbeutel oder Frischhaltefolie, was auch immer gerade da ist, und packe es drauf, damit es einwirken kann. Ja, und dann ist die Wäsche trocken geworden, die ich vorgestern gewaschen habe, glaube ich. Die muss abgenommen werden. Ja, ich lache ja gerade, weil der Kater, also der Carlos, der, ja, macht ein bisschen ein Schauspiel an, ne? Also das macht er immer so süß, die kleine Dumpfbacke. Ja. Deswegen, ja, jetzt habe ich erstmal versucht, ihn zu knuddeln. Dann will er das nicht, haut erstmal ab. Naja, egal. Ja, die Wäsche im Haus ist auch trocken geworden. Gestern habe ich ja das nicht gemacht. Ich war ja nicht zu Hause. Also schnell alles abnehmen. Und dann die Wäsche, die ich gerade draußen abgenommen habe, einmal sortieren, zusammenlegen, aufstapeln, verteilen. Damit es dann gleich irgendwann mal in die Schränke reingeräumt werden kann. Eher irgendwann mal. Weil heute habe ich das nicht mehr gemacht. Ja, und dann hatte ich eine kurze Pause eingelegt und habe versucht, auf dem Handy ein bisschen was zu gucken, ein paar Kommentare zu beantworten und auch mit Family ein bisschen schreiben. Und somit habe ich die Zeit vertan ein bisschen und jetzt muss ich mich weiter um die Spüle kümmern. Und guck mal, das sieht alles wie neu aus. Jetzt muss ich einfach nur abspülen. Ich muss nicht schrubben oder sonst irgendwas. Einfach nur mit klarem Wasser abspülen und nachtrocknen. Und dann ist die Spüle wieder fast wie neu. Richtig schön sauber. Die hat vorher schon ausgesehen, das war nicht mehr feierlich. Also, aber das funktioniert jedes Mal tatsächlich richtig gut. Ich weiß, dass einige von euch das auch schon ausprobiert haben und auch zufrieden sind. Und dann ist auch der Herd wieder dran. Einfach mit der Tüte alles einsammeln und dann nachwischen. Auch hier muss nichts geschrubbt, gekratzt oder sonst irgendwas werden. Einfach nur mit klarem Wasser alles abwischen und dann nachtrocknen. Fertig. Mehr ist das nicht.
Und jetzt räume ich weiter die Küche auf. Ich wische dann auch die Arbeitsplatte und auch gleich die Dunstabzugshaube und ein bisschen, also halt das, was sein muss, die Schränke auch ein bisschen. Aber ich habe vor, dann die Tage wieder mal die Küche zu putzen, also die Fronten, weil heute mache ich das nicht, nur ein ganz bisschen. Neue Handtücher oder Küchenhandtücher aufhängen und dann geht's auch weiter. Und zwar mit dem Tisch, der muss natürlich auch gemacht werden. Einfach mal schnell alles abwischen, damit die Küche ja komplett aufgeräumt und sauber gemacht ist. Das, was so ins Auge spricht. Und jetzt rufe ich meinen Mann an, weil Isabel noch nicht gesagt hat, dass er sie nicht abholen muss. Und gebe ihm gleich einen Auftrag, der musste nämlich was für mich besorgen von unterwegs. Aber das zeige ich euch später. Jetzt die letzte Aktion, bevor ich gleich weg muss, durchsaugen. Dann habe ich wenigstens einen Teil davon, was ich vorhatte für heute an Hausarbeit, erledigt. Ist nicht alles, aber wenigstens ein bisschen habe ich dann doch geschafft. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir jetzt vor der Kamera. Ich habe sehr, sehr, sehr gesunde Gesichtsfarbe, weil es irgendwie in der letzten Zeit immer so ist. Ich habe heute gar nicht so viel gemacht, aber ja, knallrot und klitschenass, aber was soll's. So ist das dann halt, damit muss ich jetzt glaube ich leben. Ja, heute haben wir Donnerstag, wir haben jetzt 3 Uhr, genau 3 Uhr und ich muss los. Mein Tag wurde wieder ganz dezent, so ganz bisschen durcheinander gebracht. Raphael ist ja bei einem Kumpel aus seiner Klasse und hat mir geschrieben, ich soll ihn um 4 abholen. Dann hat aber vorhin Isabel sich gemeldet, sie hat jetzt in den letzten Stunden einen Test geschrieben. Und sobald sie fertig mit dem Schreiben ist, darf sie gehen. Ne, weil danach kommt nichts mehr. Jetzt hat sie sich gemeldet, die ist fertig. Das heißt, ich fahre jetzt schon los. Ja, ich ziehe mir gleich andere Socken an. Ich habe nämlich dicke Socken an hier im Haus und draußen brauche ich bei diesen Temperaturen keine dicken Socken. Auf jeden Fall, ich mache jetzt mich fertig, schmeiße ein paar Kisten und Leergut in Flaschen ins Auto. Und dann fahre ich los, sammle Isabel ein, mache was bei der Apotheke, muss abholen, was war da noch? Bei den Ärzten meine Versicherten, also nicht die Karte selber, sondern die Befreiungskarte, ne, von Zuzahlungen vorzeigen, bei der Apotheke auch gleich mit. Und dann fahren wir Raffi abholen und hinterher einkaufen. Das wird dann heute der Vlog, vorher erstmal Haushalt und dann der Hall. Das zeige ich euch. Ich weiß es nicht, ob ich irgendwas noch heute kochen werde, weil ich wollte eigentlich vorkochen. Aber jetzt muss ich früher los. Das heißt, ich kann nichts vorkochen. Ich kann nicht mal irgendwie was vorbereiten Richtung Kartoffeln schälen oder so, weil so viele Kartoffeln habe ich gar nicht mehr. So sieht's aus. Also muss ich da ja beim Einkaufen gucken. Vielleicht sehe ich irgendwas oder ich frage die Kinder, ob die was wollen von, ja, ich sag mal, halbfertige Sachen, die man dann entweder nur in den Backofen schmeißen muss oder ganz schnell kochen kann. Wie gestern. Ja, es ist halt so. Manchmal gibt es auch solche Tage, wenn man viel zu tun hat und dann auch noch unterwegs sein muss, dann passiert das halt, dass man nicht wirklich viel Zeit hat zum Kochen. Und ist jetzt gerade halt so. Ich koche ja doch wenigstens teilweise dann was selber und bestelle mir nicht irgendwas, obwohl, oh, das wäre echt schön, aus dem Donnerstag heute einen Dönerstag zu machen. Aber ich glaube, da macht Dirk nicht mit.
Auf jeden Fall, so sieht's jetzt aus. Ich düse jetzt los, sammle Isabel ein, dann Raphael, dann gehen wir einkaufen. Ich muss unbedingt zu Aldi, weil da Babysachen gerade im Angebot sind. Ich muss ja für meine kleine Nichte ein paar Sachen mehr, kaufen. Katharina hat es gestern schon angedeutet, dass sie das und dies und jenes mal brauchen könnte. Genau. Und wenn wir wieder da sind, dann zeige ich euch natürlich, was wir eingekauft haben. Und falls ich noch irgendwas kochen sollte, ich schmelze, dann natürlich nehme ich euch da auch mit. So, also, auf jeden Fall bis später. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wie lange war ich jetzt insgesamt weg? 3 Stunden, genau 3 Stunden. Vielleicht ein paar Minuten weniger. Ich habe alles erledigt, was ich wollte. Bei der Apotheke war ich, beim Arzt habe ich was geschafft, was ich wollte. Ich muss ja nur die Karte vorlegen, weil ich oft online oder telefonisch Rezepte bestelle. Und dann haben wir Raffi abgemult und waren einkaufen. Wo waren wir denn alles? Es ist wirklich nicht viel. Es ist nicht viel geworden. Aber wir waren bei Aldi, bei Edeka und bei Lidl. Genau. Die 3 Geschäfte haben wir abgeklappert. Aber es ist ja tatsächlich insgesamt nicht ganz so viel geworden. Wir haben hier keine 2, also nicht voll 2 Kisten. Dann ein bisschen was in der Kühltasche. Und hinten haben wir Wasser und Milch. Und noch einen Sack Kartoffeln. Ich habe 2 Säcke Kartoffeln mitgenommen. Weil es nur 2,5 Kilo sind, brauche ich mehr. Und ich habe Dirk, weil ich ja Isi abgeholt habe, habe ich Dirk gebeten, für mich bei Jawohl vorbeizufahren. Die fahren ja da auch quasi vorbei. Und das hier mitzunehmen. Ich habe hier so einen Turm. Mein Cappuccino geht langsam zu Ende. Und den gibt es bei uns in der Gegend tatsächlich nur bei Jawohl oder bei Real. Und bei Real, ja, da wollte ich ja heute nicht hin nach Uelzen. Also haben mir die Jungs hier 3 Dosen gleich auf Vorrat. Das geht ja bei mir ziemlich schnell weg und wird nicht so schnell schlecht. Ne? Also das kann man noch 2 Jahre. Genau. Deswegen haben die Männer noch für mich Cappuccino geholt. Bei Edeka habe ich mir tatsächlich ein Nachthemd gekauft. Ich schlafe in letzter Zeit tatsächlich lieber im Nachthemd als im Schlafanzug. Das war noch vor 1,5 Jahren ungefähr ganz anders. Aber jetzt schlafe ich tatsächlich lieber im Nachthemd. Und ich habe jetzt für den Winter mit langen Ärmeln nicht wirklich viel. Deswegen habe ich mir einmal das gekauft. Weswegen ich aber überhaupt reingegangen bin zu Edeka, ist natürlich das hier. Milka, das geht bei uns sehr, sehr schnell weg. Genau. Dann habe ich beim Edeka noch, das zeige ich auch gleich, dann haben wir Edeka abgehackt. Ist gerade im Angebot. Die 3-mal dürft ihr raten. Ja, Baguettes. Meine Lieblingsbaguettes, nicht nur meine. Deswegen muss ich hier mal wieder welche kaufen, denn meine Kinder, vor allem so Rafi, Easy, die futtern die auch gerne weg. Deswegen, die sind für 1,11 Euro gerade da. Ich habe gleich 4 Stück eingepackt. Und bei Edeka habe ich noch Fleisch mitgenommen. Und zwar direkt von der Fleischtheke. Ne? Das sind Rouladen. Die sind gerade auch im Angebot. Habe ich Rouladen noch mitgenommen. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 1 Kilo 194 Gramm. Genau. Das habe ich jetzt bei Edeka gekauft. Und einen Salat von der Frischtheke, von Salattheke. Für Isi und mich haben wir gleich aufgegessen. So, und dann haben wir jetzt hier alles Mischmasch. Obwohl die Kiste ist tatsächlich überwiegend... Doch, das ist alles Lidl. Genau, ich habe bei Lidl... Also das Mischmasch-Haul heute, ne? Wieder ist ja bald Zeit, ne? So sind hier so ein Weihnachtsaufkleber für die Fenster, ne? So Fensterbilder habe ich mitgenommen. Dann haben wir bei Lidl, sind gerade auch da, Schoko-Berliner. 3 Stück. Dann Brötchen, 7 Goldkrüstchen. Weil ich ja nicht bei Kaufland oder Norma war, ne? Und da gibt es nur meine Brötchen. Gerade im Angebot mit der App haben wir eine Geflügelfleischwurst mit eingepackt. Mit der App gratis
hatte ich Auswahl zwischen Wurst irgendwas, was tatsächlich, ich glaube, alles Schwein war, oder solche Müllbeutel. Und wir haben uns dann für Müllbeutel entschieden. Genau, die haben wir jetzt. Bio-Kompost-Müllbeutel mit Tragegriff. So, dann haben wir für gleich zum Abendessen, ich habe noch die Soße von gestern. Und Isabel hat sich ausgesucht Frischeisspätzle. Die machen wir gleich einfach schnell kochen und essen. Dann haben wir, sind gerade auch im Angebot, verschiedenste Sorten. Wir haben hier nur Holunder und Cola Orange. Fassbrause eingepackt. Die Kinder trinken das sehr gerne. Dann Milbona Cremosana habe ich zwei Flaschen mitgenommen. Und einmal Paprika, einmal Möhren. Die habe ich bei Lidl mitgenommen. Dann für die Kinder, die essen das momentan sehr, sehr gerne. Erdnüsse im Teigmantel, Paprika. Habe ich gleich drei Tüten mitgenommen. Und eine Tüte Erdnüsse pikant gewürzt. Und eine Packung Nougat-Bits hat Raffi wieder eingepackt, weil er das gerade sehr gerne isst. Dann geht's weiter. Ich habe Doch, das ist auch Lidl, genau. Home-Kreation. Abkühlgitter. Ich habe ja oft, dass ich dann Blechkuchen backe oder so. Und den kann man schlecht auf einen runden Abkühlgitter. Davon habe ich welche. Aber von diesen viereckigen habe ich keine. Und da habe ich mich richtig gefreut, dass ich heute diese hier gesehen habe, im Zweierpack sogar. Wunderbar, deswegen habe ich die jetzt mitgenommen. Und bei Lidl auch habe ich zwei Dauerbackfolien mitgenommen. Die sind auch wichtig. Das ist dann halt, ich sag mal, nachhaltiger ein bisschen als dieses Backpapier und muss man nicht wegschmeißen und so weiter. Habe ich mir gedacht, mache ich mal. Ich habe ja welche, aber die sind schon ziemlich alt. Die sind ja auch nicht unendlich. Deswegen habe ich zweimal das mitgenommen. Und dann habe ich jetzt nur noch Aldi. Bei Aldi habe ich noch zwei Säcke Kartoffeln mitgenommen. Einmal ein Eisbergsalat, das ist gerade im Angebot tatsächlich. Einmal Bananen, ziemlich grüne, drei Stück, eine Kohlrabi und eine Packung Weintrauben. Jetzt weiß ich, was ich noch bei Lidl wollte. Raffi wollte doch noch von Lidl Weintrauben haben. Naja, egal. Kaufe ich nächste Woche. Genau, dann haben wir bei Aldi noch ein paar Joghurts mitgenommen. Die sind gerade im Angebot. Der große Bauer, wir haben sechs Stück mitgenommen. Und zwar nur Erdbeere und Kirsche. Jeweils drei Stück, Erdbeere und Kirsche, der große Bauer. Wir haben noch ein bisschen Joghurt da, aber halt nicht mehr so viel. Deswegen habe ich jetzt ein paar, ne, Dirk und Christian und Isabel nehmen das gerne mit. Einmal Creme leicht nur. Dann haben die beiden Kinder sich jeweils eine Dose Cola mitgenommen. Ich dachte, die trinken wir sie gleich. Haben sie gar nicht gemacht. Dann auch wieder mal was nicht Essbares, aber eben zum Essen machen. Silikon-Backformen habe ich mitgenommen. Und zwar eine, so ein Stern. Das sieht, denke ich, ganz hübsch aus. Mal was anderes. Und einmal so ein Kasten. Und zwar, die ist ziemlich klein. Ich habe ja normale Backformen, die sind dann doch etwas größer. Und manchmal will man nur einen kleinen Kuchen backen. Habe ich jetzt noch diese kleine Form mitgenommen. Dann habe ich ein bisschen Putzzeug mitgenommen, war auch auf den Grabbeltischen da im Angebot. Sacrotan Küchenallzweckreiniger. Sacrotan Badreiniger für oben. Und einmal Kloreiniger. Genau, die habe ich noch mitgenommen. Dann... Ach so, bei Edeka für den Salat. Die hatten nicht mehr da in der Salattheke irgendwie was stehen. Salatdressing für alle. Habe ich einfach für unter einem Euro so ein Fläschchen mitgenommen. Dann haben wir Milka mitgenommen. Einmal die hier. Ach so, hier noch zwei andere. Ist gerade auch im Angebot bei Aldi. Die Küche.
Büchlein. Also wir haben diese Kekse, einmal diesen Doppelkeks und dann einmal Isabels Softkühe und diese Küchlein. Die mag das ja total gerne zur Schule mitnehmen. Haben wir jetzt mitgenommen. Dann Würstchen. Die waren immer noch da auf den Tischen von Gutfried. Die sind wirklich gut, die Würstchen. Geflügel Wiener, also rein Geflügel logischerweise. Dann habe ich am letztes Wochenende verbraucht. Mandarinen habe ich zwei gleich wieder mitgenommen. Die brauche ich immer wieder. Einmal Butter, streichzart für meine Family. Dann auch im Angebot, habe ich gedacht, vielleicht mag Christian das, Thunfisch mit Gemüse und Dressing. Habe ich jetzt zwei Dosen mitgenommen. Dann hat Isabel zwei Dosen davon mitgenommen. Mac and Cheese, Jalapeno. Oh, Jalapeno, hat sie das gesehen, dass es Jalapeno ist? Ist auch gerade im Angebot. Und ja, nee, gut, okay. Ein paar Gummibärchen haben wir auch. Ne, so hier vertrat hier eingepackt. Dann habe ich, das war auch im Angebot, Toffifee Weiß. Zwei Packungen mitgenommen. Für meine kleine Nichte. Ich habe gestern ja meine Schwester gesehen, war ich ja da. Da hat sie erwähnt, dass sie unbedingt heute noch zu Aldi will. Und ich glaube, da wo sie bei Aldi war, die war in der Stadt, in Uelzen, hat sie den nicht mehr gekriegt. Und da habe ich bei ihr angerufen, als wir bei Aldi waren, und gefragt, was ist das jetzt, was sie wollte. Leider war das Jäckchen auch nicht mehr da. Ich glaube, das haben sie gar nicht geliefert gekriegt, weil es auch gar kein Schild war für das Jäckchen mit so einem weichen Reißverschluss und so. Aber die wollte auch Bodies haben. Normale, keine Wickelbodies, sondern normale Bodies für Alinchen, und ich habe welche noch erwischt. Hab für meine kleine Puppe so ein Dreier-Set Natur, Baby Natural, ne? Grüner Knopf, Bio-Organic, richtig schön. Guckt mal, wie hübsch das ist. Also ich finde das richtig schön. So eins davon ist gestreift, ne? Dreier-Set Bodies für Alinchen mitgenommen. Und dann haltet euch mal fest, nicht alles. Ich habe jetzt alles nur noch das, aber nein, ich habe tatsächlich noch was. Raffaello und Ferrero Rocher als Schokotafeln. Habe ich jeweils eine mitgenommen. Und der Rest sind Backzutaten. Ja. Genau, ihr habt richtig gehört. Gerade sind ganz, ganz viele Backzutaten im Angebot. Ich habe eine Packung Kakao mitgenommen. Dann ein bisschen Schmuck. So Richtung Weihnachten schon. Und nicht nur. Also ich habe jetzt hier Mokka-Bohnen mitgenommen. Eiskristalle weiß und blau. Guckt mal, wie hübsch die sind. Weihnachtsfiguren und Sternenhimmel. Die habe ich auch mitgenommen. Ja, ich backe doch ziemlich viel, ne? Jedes Wochenende mindestens. Dann habe ich nochmal solche Päckchen mit eingepackt. Schokolade, also Schokochunks in Weiß. Schokochunks in Vollmilch. Und Haselnusskrokant. Genau, das haben wir jetzt nochmal mitgenommen. Dann habe ich einmal Mohnfüllung und einmal Haselnussfüllung mitgenommen. Kann ich mal wieder irgendwie was aus Hefe in die Richtung backen. Puderzucker, so eine Mühle mitgenommen. Ne, das ist auch praktisch. Einmal Schokoglasur, also Kuchenglasur mitgenommen. Dann dreimal, es sind auch im Angebot gerade, Muffinförmchen, ganz normal Muffinförmchen. Einmal so dunkelblau und dann zweimal hier gleiches Muster, nur einmal in Rot und einmal in Grün. Dann habe ich noch hier Orangenschale, Zitronenschale und natürliches Bourbon-Vanille-Aroma. Die habe ich noch mitgenommen und die fand ich einfach total niedlich. Und habe die auch mitgenommen zum Dekorieren.
Mini-Wintertaler. Ne, ihr kennt doch diese Plätzchen, die so aussehen. Und das sind so Miniaturdinger zum Dekorieren. Und dann habe ich hier noch ein paar Kleinigkeiten tatsächlich aus der kalten Abteilung. Isabel hat Würstchen mitgenommen wieder. Bei Aldi sind ja immer deutlich mehr Sachen ohne Schwein, rein Geflügel. Also größere Auswahl, deswegen gehe ich da immer gerne hin. Zweimal Isabels Lieblingswürstchen von der Seite. Dann habe ich zweimal Puttenbrust in Paprikamantel. Dann habe ich einmal diese hier, das ist Delikatesse Schinkenwurst aus Geflügel. Dann habe ich noch einmal Geflügel Gutsherren Brühwurstpastete. Easy Lisi hat sich solche Käsewürfelchen mitgenommen, einmal Gouda und hier oben Bergkäse. Dann hat Schnecki noch sich die Mini-Salamis mitgenommen, die liebt sie. Und ich habe noch geriebenen Käse mitgenommen, einmal Emmentaler und einmal Gouda. Das brauchen wir immer wieder, ich habe nicht mehr so viel geriebenen Käse. Und dann das letzte Teil, was ich noch hier habe, Mini-Margaritas von Aldi, die sind tatsächlich sehr, sehr lecker. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt doch schon etwas geworden. Der Tisch ist voll. Unser Wocheneinkauf. Tatsächlich ein Wocheneinkauf für eine Großfamilie. Nicht unbedingt jetzt groß gesund, aber ist halt so. Ich brauche gerade keine Tomaten, ich brauche keinen Kürbis, ich brauche kein Zucchini, ich brauche keine Äpfel. Das haben wir alles noch im Garten. Achso, ich habe noch hier vergessen, euch zu zeigen. Bei Aldi habe ich noch die Käsetwister mitgenommen, zwei Stück. Und habe vergessen, die zu essen. Na toll, egal, ist auch nicht so. Die können jetzt zur Arbeit mitgenommen werden. Ja, ich brauche gerade nicht ganz so viel an Obst und Gemüse. Das, was ich benötige, das kaufe ich. Und der Rest ist dann halt so. Wenn es nicht passt, ist es nicht mein Problem, ganz einfach. Ich habe hier drei Teenager oder drei große Kinder, die halt auch ein bisschen andere Bedürfnisse haben als kleine Kinder, oder wir haben generell andere Bedürfnisse als jetzt, ich sag mal, an der Familie ohne Kinder oder mit kleinen Kindern und so weiter. Deswegen kaufe ich tatsächlich das, was wir immer benötigen oder haben wollen, wie auch immer. Genau, das ist jetzt alles. Ihr Lieben, deswegen, ich denke mal, an dieser Stelle werde ich mich jetzt einfach von euch verabschieden. Das ist jetzt das Video, ein bisschen Haushalt und ein Foodhaul oder Mischhaul, sage ich mal so. Mehr kommt heute nicht. Also die Soße ist noch da von gestern, kochen werde ich heute tatsächlich nicht wirklich. Ich schmeiße jetzt einfach nur das. Muss man das ins Wasser? Eine Minute, genau. Also ich mache das jetzt einfach nur schnell, wärme die Soße auf und dann war es das. Heute kommt nichts weiteres von mir. Ja, deswegen verabschiede ich mich jetzt einfach von euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.